Der ehemalige Hallenweltmeister Kostas Philippides hat wie schon 2015 Dekasekunden-Stabhochsprung-Meeting im pfälzischen Landau gewonnen. Der Grieche meisterte auf dem neuen Messplatz im zweiten Versuch 5,71 Meter und siegte vor dem höhengleichen Amerikaner Andrew Irwin. Als bester Deutscher belegte Carsten Diller mit 5,51 Meter den vierten Rang. Der 31 Jahre alte Philippides hatte 2015 mit 5,85 Meter den noch immer gültigen Meeting-Rekord aufgestellt. Punkt. Vorjahressieger Adrian Wallis, Spanien, scheiterte dreimal an der Höhe von 5,21 Meter und wurde in dem 13-köpfigen Feld letzter.